glaube, alle sollten auf der Welt zuallererst das Leben lieben. Das Leben mehr lieben als den Sinn des Lebens? Stell dir vor, ein Säugling auf dem Arm seiner zitternden Mutter. Um sie herum die eingedrungenen Männer. Sie haben sich ein lustiges Späßchen ausgedacht. Sie liebkosen das Kleine. Lachen, um es zu erheitern, was ihnen auch gelingt. Der Säugling strahlt. Da hält einer seine Pistole vor das Köpfchen des Kleinen. Der Knabe juchzt auf, streckt die Ärmchen dem blanken Ding entgegen, um es zu erfassen. Und plötzlich drückt der Künstler den Hahn ab, ihm gerade ins Gesicht und zerschmettert ihm das Köpfchen. Raffiniert, nicht wahr? Übrigens sagt man, diese Männer lieben sehr Süßigkeiten. Bruder, was soll das? Warum redest du davon? Ich glaube, wenn es den Teufel gar nicht gibt und ihn folglich der Menschen erdacht hat, so hat er ihn nach seinem eigenen Bilde geschaffen. Den er also ebenso ihr Gott geschaffen hat. Ich glaube, alle sollten auf der Welt zuallererst das Leben lieben. Und das Leben mehr lieben als den Sinn des Lebens. Und das Leben mehr lieben als den Sinn des Lebens. Und das Leben mehr lieben als den Sinn des Lebens. Als den Sinn des Lebens. Als den Sinn des Lebens. Aljoscha? Aljoscha? Aljoscha, Aljoscha, komm, komm zu mir. Der seit seiner Kindheit blind war, ruft aus der Schar, Herr, heile mich, damit ich dich erkenne. Und wieder, von deinen Augen fällt die Schuppe der Liebe. Das Volk ruft Hosianna, Hosianna, Herr ist es, er, wiederholen alle, er muss es sein und kein anderer. So kommt er vor das Volk der Kathedrale, wo Menschen unter Heulen und Flüchtlingen einen weißen offenen Lichter da haben. Darin wird ein Ziegen gehen. Dann ist es auch da, dass er ein bisschen mehr Glück hat.
Er wird ein Kind vom Tod auferwecken und ein Stimmen der weinenden Mutter. Bewegt, Stimmen, Schreie, Schluchzen. In diesem Augenblick geht über den Platz an der Kathedrale der Kardinal vorbei. Der große Inquisitor. Hoch und aufrecht. Der verrückten Gesicht. In den Augen sehen noch verborgen das Feuer. Wow.
uns zu stören. Dazu bist du gekommen, das weißt du selber. Es wird aber auch was morgen geschehen. Wissen, ob du es wirklich bist oder ob du nur seine Gestalt angenommen hast. Auf morgen werde ich dich richten und verurteilen. Dich auf den Scheiterhaufen verbrennen als den gefährlichsten aller Ketzer. Dasselbe Wort, das dir heute noch die Kriegsherr morgen auf dem Weg meiner Hand zum Scheiterhaufen stürzt und doch die Krone zu schlagen. Weißt du das? Es ist möglich, dass du es weißt. Zeitgenössische Realismus schon so verdorben hat, wie etwas Fantastisches nicht mehr vertragen kann. Wenn es eine Verwechslung sein soll, meinetwegen. Es ist wahr, der Greis zählt 90 Jahre und hat somit Zeit gehabt, um den Stand zu verlieren. Es ist aber nicht völlig gleichgültig, was es ist, ob eine Verwechslung oder eine uferlose Fantasie. Es handelt sich einfach nur darum, dass der Greis sich ausspricht. Dass er endlich einmal nach 90 Jahren laut redet, worüber er 90 Jahre geschwiegen hat. Und selbst von mir spricht, genau das kann ich auch. Ja, ja, so muss es auch sein, in allen Fällen. Der Greis hat ihn doch sicher darauf aufmerksam gemacht, dass er gar nicht einmal das Recht habe, etwas denen hinzuzufügen, was von ihm selbst schon gesagt worden ist. Wenn du willst, kannst du darum den Grundzug des römischen Kapitels. Alles war von mir eins gekauft. Alles ist euch vertraut. Du musst nur den einen Fall nicht wiederzukommen und zu stören in der Zeit. Von den Geheimnissen jener Welt aufzudecken, aus der du zu uns herniedergestiegen bist. Nein! Du hast nicht das Recht. Ansonsten müsstest du etwas tun, was von dir gesagt worden ist. Den Menschen die Freiheit rauben, für die du einst mit solcher Überzeugung eingetreten. Verkünden könntest, um es somit ein Eingriff in die Glaubensfreiheit der Menschen zu wollen. Wir sind hier hinterkommen. Aber die Freiheit des Glaubens galt dir damals mehr als jedes andere Gut. Damals! Vor anderthalb tausend Jahren! Das hat uns viel gekostet.
aber wir haben es geändert. Deinen Namen! Zehn Jahrhunderte haben wir für unsere Freiheit herumgeklagt. Aber das sind genau die Sachen der Einzeit. Glaubst du nicht, dass wir damit fertig geworden sind für alle Zeiten? Freiheit, die du wolltest. Dem das Heil der Menschheit lag. Du hast uns das Recht gegeben, zu finden und zu lösen.
der furchtbare und kluge Geist. Der große Geist. Er redete zu dir in der Wüste. Und uns ist in den Büchern überliefert, dass er dich dann besucht. Irgendwo frage ich dich, mehr Wahrheit enthalten als in den drei Fragen, die dir damals stellte, verwahrt. Niemals aufwerfen, ein Aufwärts, ein wirkliches, ein erregendes, unrechten, erschütterndes Wunder geschah, so war es an jenem Tage der drei Versuche. Nur darin, dass die drei Fragen gestellt wurden, liegt das Wunder. Glaubst du wirklich, die gesamte Gelehrsamkeit der Erde, die Rechtsgelehrten, Philosophen, Priester, die von mir etwas zu erzählen, was ich an Kraft und Tiefe mit jenen drei Fragen begleiten. Darin, dass die drei Fragen gestellt wurden, erkennst du, dass du es hier nicht mit einem menschlich fließenden, sondern mit dem ewig dauernden Geiste zu tun hast. Damals konnte es noch nicht offenbar sein. So gut lag noch im Verborgenen. Heute aber ist es ersichtlich, dass in den drei Fragen alles vorausgesagt war und sich bewahrheitet hat. Sei selber der daran Zeit hatte. Und dann werde ich fragen. Erinnere dich der ersten Tage. Vor der sie Furcht haben. Niemals hat es für das ganze Menschengeschlecht etwas Unerträglicheres gegeben als diese Freiheit. Ich weiß, welcher Rund zu seinen Füßen gedacht. Wandle sie in Rot, die Menschen werden dir folgen. Wie der Hirten die Härte. Dankbar und der Vorgang, wenn auch ewig davon. Zitternd, du könntest dein Brot von ihr nehmen und ihr deine Hand wenden. Aber du wolltest den Menschen nicht die Freiheit rauben und dann verwahrst du das ihr Gebotene. Denn wo ist der Freiheitsschlosses du, wenn der Gehorsam mit Broten erkauft wird? Deine Antwort war, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Weißt du aber auch, dass im Namen gerade dieses tierische Broten der Geist der Erde sich gegen ihn erhebt. Gemessen wird und die
besiegen wird. Dass alle Menschen ihm nachfolgen werden und ausrufen werden, wer gleich diesen Tiere sonst das Feuer vom Himmel gebracht? Menschen, die hungern. Mach sie zuerst satt und dann verlange von ihnen die Tugend. Das wird sie sich auf ihre Fahne schreiben, mit der sie den Weg in den Kampf ziehen. In deine Tempel einbringen werden. Und anstelle dieses deines Tempels wird sie ein neues Gebäude, wird sich zum zweiten Male jener grauenhafte Turmbau zu Babel erheben. Wenn auch jener zweite wie der erste nicht zu Ende gebaut werden wird. Feuer vom Himmel versprochen waren Betrüger. Und wir werden ihn den Thron bauen, denn der baut den Bauch der die Menschen satt machen. Und wir werden sie satt machen, in deinem Namen. Einsehen, dass die Freiheit und das Brot beides gemeinsam nicht denkbar sind. Niemals werden die Menschen das Brot untereinander zu halten. Davon überzeugen, dass sie auch darum nicht frei sein können, weil sie kleinmütig, lasterhaft und nicht voll von Empörung stecken. Du hast ihnen das Himmelsbrot versprochen. Aber ich frage, wenn wir auch den Namen des Himmelsbrotes haben, sind wir uns 10.000 befolgen. Was passiert dann mit den Millionen von Schwachen, die nicht die Kraft haben, das irdische Brot von sich zu weisen und dafür das himmlische zu nehmen? Sprich! Sind wir nur die Stolzen und Starken lieb? Sollen die Millionen, die schwach sind, aber die lieben, nur Staub sein in der Hand der Starken und Stolzen? Leiden.
wir werden zur Sünde gezwungen. Wir sind der ersten Frage und Versuchung in der Wüste. Angeboten war, die Menschen alle dazu zu bringen, sich in gemeinsamer Andacht von dir zu verneigen. Das Zeichen des irdischen Todes. Der Tod war nicht unbestimmt gemacht, die Menschen geboten. Nicht geboten, so werden die Menschen angeboten. Der Tod zweifelt niemand. Aber zur gleichen Zeit sich einer ihrer nun ein für alle Mal feste Satzung zu geben, über der Gewinn zu beruhigen. Tust du alles, was ungewöhnlich von dir hat. Tust du alles, was du der Menschen gibt. Handelst ganz wie einer, der die Menschen liebt. Du gekommen warst, Leben für die Menschen zu lassen. Damals
heikel sein. Drei. Mehr. Mächtig sind das Gewicht dieser Erwärmung der Führer zu verlochen. Sie, das Geheimnis. Wunder. Die Autorität. Du hast die eine, die andere und auch die dritte von mir gewiss. Den Menschen also ein Beispiel. Meine Hoffnung war, dass der Mensch, den er seinem Beispiel folgte, bei Gott aussahe, ohne der Demonstration. Aber du wusstest nicht, dass der Mensch den Wunder auf Gott verwerfen. Doch nicht mehr nach, als er das nach einem Wunder verlangt. Da er ohne Wunder zugleich nicht die Kraft hat, wird er sich neue, eigene Wunder schaffen. Er wird an die Wunder von Zauberern, die Hexenkünste alter Feinden glauben. Weil sie dem Kühl seine Gottlosigkeit erzeugt. Du bist nicht vom Kreuze abgestiegen, als du dir zuliebst und in Steige dort hinab und wir werden glauben, dass Gott lebt. Nein! Deshalb nicht hinabgestiegen, weil du wiederum die Menschen nicht mit den Wundern messen wolltest und dich nach dem Freien und nicht nach dem Wunder glauben wirst. Du sehntest dich nach der Freien. War auf das feige Entzücken der Sklaven von der Macht. Ach,
Aber du dachtest so gut, wenn der Mensch. Denn wir sind nun einmal Sklaven. Der auf der Empörung geschaffen. Lebe um dich und urteile selber. Verwirrung. Nein. Unglück. Da hast du das bloß der gegenwärtigen Menschen nach allem, was du zu deren Freiheit gegeben hast. Annahmen, was du in deinem Zorn voll gelegt hast. Jedes letzte Geschenk, was sie dir anbot, klinge von deinen Augen die Heilige der Erde aus. Wir haben aus deiner Anbot ein Sternsehen aus dem Land. Als die Herren der Erde erwerben. Einzig. Wer aber war schuld daran? Damals schon das Schwert des Caesars an dich reißen können. Wärst du seinem Rat gefolgt, so willst du alles gehabt haben, wonach die Menschen auf Erden verlangen. Den Gott, den er anbietet, den Herrn, den er sein Gewissen übergeben will. Den Weg und die Weise, wie er die ganze Menschheit zu einem einzigen einträchtigen Ameisenhaufen vereinen kann. Thank you.
haben sie den Stärke des Erfuhrens versucht. Aber auch sie drücken, wenn auch unbewusst, den gleichen gewaltigen Drang der Menschheit nach dem Weltall aus. Das Reich und den Kuh und Caesars damals angenommen haben, so wird es ihm das Weltenreich gegründet und der Menschheit in den Frieden gegeben haben. Babylonischen Turm zu Ende führen wollen, werden sie bei der Menschenfresserei enden. Ja, geprägt.
Da Sie aus unseren Händen das Tod empfangen, werden Sie durchaus wissen, dass wir nicht Steine in Tod verwandelt haben. Doch werden Sie sich darüber freuen, dass Sie es aus unseren Händen haben. Wird so gut, dass Sie dessen Rechnen können, der Tod bei uns mit Ihren Händen. Große sich in Steine verwandelt hat. Nun gut, werden wir es zu hören, nicht zu viel sein. Aber das heißt, den Lieber zu unterwerfen. Solange Sie das nicht begreifen, werden Sie unglücklich sein. Wer aber vor allem hat Sie dazu befähigt, das nicht zu begreifen? Deinen Namen auf den Lippen. Wir aber werden das Geheimnis hüten und zu ihrem Heil sie locken zu ewiger himmlischer Belohnung. Das heißt,
dass die Buhlerin, die auf dem Tiere sitzt, beschimpft werden wird. Dass erneut die Schwächlinge sich empören werden und ihr den schamlosen Körper entblößen werden. Dann aber werde ich mich erheben und dir die 1000 Millionen glücklicher Kinder zeigen, die nichts von Sünde wissen. Auf uns genommen haben. Wir werden uns vor dir erheben und sagen, richte uns, wenn du es kannst und wagst. Wisse, dass ich dich nicht fürchte. Wisse, dass auch ich in der Wüste gelebt habe, dass auch ich mich von Wurzeln und Heuschrecken ernährt habe, dass auch ich die Freiheit gesegnet habe, mit der du die Menschheit gesegnet hast, dass auch ich unter die Zahl der Ausgetretenen unter die Zahl der Ausgewählten getreten bin, dürften, dass die Zahl voll werde. Aber, ich bin unbekannt. Und wir liegen mit dem Wahnsinn. Ich habe mit der Schar derer angeschlossen, die deine Tat verbessern wollten. Ich bin auch sehr Teil der stolzen Aufsicht. Alles, was ich gesagt habe, wird geschehen. Unser Reich wird gegründet werden. Alle Ketzer in Scheide aufzunehmen.